Die ganz große Eskalation zu Silvester. Damit rechnet zumindest Berlins Polizeipräsidentin Slowik und plant den größten Silvestereinsatz in der Hauptstadt seit Jahrzehnten. Grund dafür sei vor allem der Gaza-Krieg, der die Einsatzlage deutlich anspruchsvoller und komplexer mache, so Slowik. In der Silvesternacht sollen deshalb bis zu 4000 Polizisten in Berlin im Einsatz sein. Im vergangenen Jahr hatte es in einigen Vierteln der Hauptstadt und in anderen deutschen Großstädten ja auch Angriffe auf Polizisten, Feuerwehrleute und Sanitäter gegeben. Die Krawalle lösten scharfe Kritik und kontroverse politische Debatten.